Selten wechselte die Stimmung so schnell von dieser hier zu dieser. Ein Wechselbad der Gefühle im letzten Qualifikationsspiel der Wasserfreundinnen Spandau in der Euroleague. Mit 11:12 müssen sie sich nach 2019 erneut den Ungarinnen vom BVSC geschlagen geben. Der Traum von der Euroleague ausgeträumt. Ich hätte gerne, dass sie sich selbst noch mehr belohnt hätten als das, was jetzt im Endeffekt rausgekommen ist. Und natürlich hätten wir gerne die nächste Runde erreicht. Dabei hat es so gut angefangen. Zwar geht es für beide Teams nur noch um ein versöhnliches Turnierende, doch sind es die Spandauerinnen in Weiß, die optimal in die Partie starten. Kapitänin Belén Vosseberg trifft zum 6:2 und zum 4-Tore-Vorsprung für die Berlinerinnen. Das Team von Margot Stamm kann in der ersten Hälfte sein Überzahlspiel sehr gut nutzen, wie hier das Tor von Nadine Hartwig zum Pausenstand von 7:3. Passt also alles in die Pläne der Wasserfreundinnen. Wir haben nicht oft so Spiele auf dem Niveau, deswegen wollen wir auch auf jeden Fall Spaß haben und die Spiele nutzen, um uns zu verbessern. Doch in der zweiten Hälfte vergeht ihnen der Spaß gehörig, denn den Ungarinnen gelingt eine Aufholjagd und sie erzielen im letzten Viertel sogar den Ausgleich zum 9:9. Letztendlich ist es Dora Lakja, die die Ungarinnen jubeln lässt. 11:12 der Endstand und insgesamt der 5. Platz in der erfahrenen Gruppe C. Doch trotzdem kann man etwas Positives aus den letzten 4 Tagen mitnehmen. Es hat gezeigt, wie viel Spaß es macht, international zu spielen und was mit der Mannschaft noch alles drin ist, wenn man dranbleibt. Und wir gucken auf die nächsten Jahre und haben auf jeden Fall Bock, weiter international anzugreifen. Bis es in etwa einem Jahr wieder soweit ist, warten neue Aufgaben in der Bundesliga auf die Berlinerinnen. Und mit ein wenig mehr Erfahrung und Routine auf internationaler Ebene wechselt die Stimmung von dieser bestimmt ganz schnell wieder in diese.